stehe auf so einer Fläche, wo fast kein Gras ist, ne? So ein bisschen hügelig auch. Bei Kanickeljacke ist der Kopfhörer sehr nützlich. Ja. Ja, da liegt er ja. Gott sei Dank. Blödes Vieh, du. Scheiße, habe ich gar nicht drauf geachtet, wo ich getroffen habe. Also egal. So, hier rennen auch Schweine rum. Eine Menge Schweinespuren. Oh Gott, auf freier Fläche. Hase bleibt sitzen. Immer hinteren Steinen bleibt er sitzen. Das ist einer mit Erfahrung. Oh, jetzt kommt er mir entgegen. So, getroffen habe ich den, läuft aber weg. Ja, man muss leicht höher ziehen, das stimmt. Oh. Gott sei Dank hat das Schwein sich genauso erschrocken wie ich. Heiliger Schurrack. Kreislauf. Wo Heini nach lustigen Zähnen gefragt hat. Da ist mir die Zähne mit dem einen Schwein wieder eingefallen, was auf mich zugerannt ist, weißt du das noch? Und am Baumstumpf hängen geblieben ist. Ja. Wo du am Schreien warst, ich am Schreien, das Schwein am Quieken. Da hab ich doch in den Nacken geschossen, ist doch tot vor mir zusammengebrochen, oder wie war das noch? Ah, ja, richtig, genau. Oh Gott, der läuft auch noch. Haben wieder gehört. Jetzt ist er aber geflüchtet. In die Richtung. Wenn dir ein blutendes Kanickel entgegenkommt, das kommt von mir. Okay. Weiß ja wohl, der tödliche Schuss zählt, ne? Ja. Ach, und falls dir ein Schwein entgegengerannt kommt und aufgeschreckt ist, ne? Das ist. Von dir. Ich sehe da ein Kaninchen sitzen. Ah, ich guck mal in dieselbe Richtung wie du. Das kann aber normalerweise nicht eins sein, du bist ja 100 Meter weg. Na, ich bin auf der Spur in deine Richtung. Er ist gerade richtig weggerannt. Vielleicht kann es das ja sein, wer weiß. Nicht so schnell. Ich mach mal einen Punkt. Da sitzt er. Also es ist flüchtend. So, der ist 50 Meter Schussdistanz von mir. So, den Punkt? Da ja, sitzt er. Ich laufe drauf zu. Und die Spur geht auch in die Richtung. Ja, dann ist das der auch. Nimm die Flinte mal schon in der Hand. Ja, Sir. Nee, den einen Punkt will ich aber noch aufnehmen da. Also du stehst gleich vor ihm. Oh, ich nehme die Flinte dann mal in die Hand. Nee, das ist der Hand damit und nicht die Flinte. Ja, ich weiß, ich will noch mal gucken, wo der Punkt ist. Also, das Kaninchen ist bei mir 50 Meter weg und du bist 63 Meter, dann bist du 12 Meter vor ihm. Also das Kaninchen ist dann jetzt 11 Meter vor dir.
Ja, ich sehe nichts. Ich habe so eine Tanne vor mir. Dann geh doch ein Stückchen weiter von deiner Seite aus rechts. Rechts, rechts ist rechts. Nein, das andere rechts. Ja, nee, ich. Oh, es jetzt ist er auf zwei Beinen. Wenn du jetzt nicht gesehen hast. Oh, ich hab drüber weggeschossen, ich Dussel. Ah! Ich seh ihn noch, ich seh ihn noch. Das wäre ein Elfmeter, war das. Mehr als ein Elfmeter. Da sitzt er wieder. 22 Meter von mir. Oh, Hilfe. Hast du das gehört? Ja, Junge, der ist durch den Kopf geheult bei mir, du. Ich sag das dir. Ja, jetzt hab ich... Ich seh ihn auch schon. Rechts von dir, Hermann. Wer, der Kojote? Ja, der Kojote. Der Kanickel liegt vor mir. Beziehungsweise sitzt vor mir. Der Kojote, wo ist er jetzt? Ich hab ihn kurz laufen gehört, jetzt höre ich ihn aber nicht mehr. Oh, das hast du. Nee, das ist der Kojote. Also. Ja. Siehst du? Ja, Kojote, ich bin gerade am gucken, mit welcher Waffe nehme ich die Pistole, war die 3,7 und denkst da oder was? Moment, Kojote, 3,57er, ja. Gut. Jetzt zählst du runter? Ich sehe ihn noch nicht mal. Achso. Nämlich den Hasen hier. Ich stehe hier in so einer Senke. Ich höre ihn laufen, aber ich sehe ihn nicht. Ich kreise im Moment. Mensch, vielleicht kann ich dir die Richtung angeben. Ja, ich gucke nochmal auf den Hunter Mate. Da so? Moment, da ist er. Oh, das ist ein ganzer Rudel. Zwei Stück. Ja, ich taste mich mal vorsichtig weiter nach vorne. Ja, ich komme, ja. Gott, das ist ja gut. Ich weiß ja auch, dass ich blöd bin. Muss mir nicht also nur extra... Da war jetzt gerade einer. Da, wo ich den Punkt gemacht habe. Und der andere, der ist jetzt quasi schon hinter dir. Das ist der ganze Rudel. Also drei Stück auf jeden Fall. Hast du keinen Caller dabei? Ja, den habe ich dabei. Na gut, ich quäke jetzt einfach mal. Wird schon schief gehen. Hast du schon gequickt? Ja. Und zwar richtig jämmerlich. Nun, jetzt im Moment höre ich nichts mehr. Denken auf was. Oh! Ah, jetzt ist ja so eine Senke verschwunden. Ich habe ihn ganz kurz gesehen. Na gut, wo es Henke ist, da gibt es auch eine Erhöhung. Also. Hab ihn. Lass es 10 Meter sein und er hat mich nicht gesehen. Aber das Ding ist gut, ne? Also für Kojotenjagd ist der ideal. Der stand auf so einem Hügel, richtig so mit dem Vorderbau hoch. Das war wichtig, den konnte ich so schön vorne in die Brust schießen. Der Anzug mit Geruchsreduzierer. Ja. Ideal für Kojotenjagd. So aussieht. Da muss der Fuchs da ja auch. Obwohl ich die Schwellen ist kein Sommer, das ist Herbst. Ja.
vermute mal, da ist Anspruch nicht so. Halt. 48er. 1449. Ach Scheiße. Der Hase ist wieder weg, ne? Ich hatte an dich gar nicht mehr gedacht. Nee, den habe ich. Ach, den hast du, gut. In dem Moment, wo du geknallt hast, habe ich gleich hinterher geknallt. Der war schon auf dem Sprung, aber. Ja gut, zum Zählen blieb mir ehrlich gesagt auch keine Zeit mehr. Du. Man hat eine kurze Reaktionszeit, ne?